Wisst ihr, was ein interdisziplinärer Hanf-Sachverständiger ist? Ja, anscheinend nicht. Habt ihr schon mal von einem Typen gehört, der das B-Farm, bevor Cannabis legal werden sollte, davon überzeugt hat, in einem Bunker in Bayern Cannabis anzubauen und dafür sogar nach langem Kampf eine Genehmigung bekommen hat? Hanf im Bunker, Cannabis im Bunker, ging damals durch alle Medien. Das ist ein interdisziplinärer Hanfsachverständiger. Seines Zeichens Christoph Rossner, alter Recker an der Legalisierungsfront, hat sehr viel hinter den Kulissen für die Legalisierung von Cannabis gearbeitet und hat eine Menge Ahnung, und dem überlasse ich jetzt mal die Bühne. Herzlich willkommen. Danke, Micha. Hallo Berlin. Ich bin mal aus dem Bayern runtergekommen, sozusagen, um mich hier mal ein bisschen auszuplärren. Also erstmal voll geil, dass ihr trotz dem schlechten Wetter so fleißig und zahlreich erschienen seid. Obwohl man ja sagen könnte, für Berlin könnten ja hier auch mal 30.000 Leute fürs Viet dastehen. Aber das kriegen wir schon auch hin, weil Gesicht zeigen wird ja bald leichter. Ich war vor ungefähr 3 Jahren mal bei der WHO eingeladen als Experte und durfte da mal so ein paar Leuten erklären, wie gefährlich Cannabis wirklich ist. Danach hat die WHO ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr überlegt und hat gesagt, ich glaube, wir sollten uns da was ändern. Dann haben sie uns nochmal eingeladen. Mittlerweile waren wir ein paar Experten mehr. Dann haben sie fleißig zugehört und dann wurde da ein Scheldio verändert. Man hat es aus Scheldio 5, aus Scheldio 4 runtergestuft und auf einmal, schwupps, hatten wir Cannabis international handelsfähig, wenn man gedacht hat, hey, damit könnte man ja Geld machen und Patienten helfen. Okay, jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir hier. Vor 3 Jahren war ich auf der Republika und habe gesagt, Leute, 23 wird es legal und ich sitze auf meinem Balkon und buff einen. Und was machen wir 23? Wir buffen einen, ganz legal. Und das machen wir, weil 23 wird in Deutschland Cannabis legal. Und das machen wir dann, weil das ist ein demokratischer Prozess, das muss man sich mal bewusst machen. Wir standen jahrelang als Opfer in einem Krieg gegen Drogen da. Das war ein Krieg. Der wurde in anderen Regionen mit Maschinengewehren geführt. Dafür sind Leute gestorben. Ich bin selber so einer. Ich bin zwar nicht gestorben, aber ich hatte schon ein paar Mal in meiner Vergangenheit eine Knarre am Kopf. Ich war auch schon verurteilt. Ich war auch schon im Gefängnis wegen der ganzen Scheiße. Und nicht einen Monat oder zwei. Ich weiß also, was läuft. Und ich habe es immer gewusst. Weil wir waren eigentlich immer schon die Menschen, die sich für was eingesetzt haben, was sehr ökologisch ist. Weil Hanf ist eigentlich der Ersatz für Erdöl schlechthin. Wir können damit eigentlich alles machen, was unser Planet braucht und wir auch. Aber wir hatten halt leider die 80 Jahre davor eine Lobby von leicht angeheiterten Champagnertrinkern, die vielleicht auch gern mal am Spiegel gerochen haben und die dann gesagt haben, ja, wir brauchen Erdöl, da können wir mehr Profit damit machen. Und was haben wir jetzt deswegen? Scheiß viel Plastik im Meer. Hätten wir weiter unsere Netze, unsere Seile, unsere Schnüre, alles, was wir bis jetzt so immer gemacht haben, aus Hanf gemacht, hätten wir gar kein Problem, wenn das ins Wasser fällt. Wir hätten auch ein Hanfcar bauen können, dessen Karosserie, wenn die Plastikteile kleiner werden, in Mikroplastik zerfallen. Oder nö, die zerfallen ja gar nicht in Mikroplastik. Was kleiner ist wie ein Millimeter, kompostiert. Also wäre kein Dreck im Meer. Wir hätten das alles nicht. Aber warum? Weil Herr Rockefeller und Frau Dupont oder Herr Dupont damals einen kleinen Deal hatten und Herr Enzlinger den durchgedrückt hat. Das muss man sich alles bewusst machen. Das ist ein riesig großer Industriekomplex aus Enzlinger, Rockefeller und Herrn Dupont. Und die Firma Dupont gibt es heute noch. Die Firma Dupont produziert heute noch Nylon, Perlon, Trulon, PVC. Und das Ganze kommt genauso wie immer noch als Plastiktüte irgendwo an und landet im Meer. Und keiner sagt, hey, da war eine riesen Lobbyarbeit im Hintergrund, weswegen wir den Planeten gerade mit Plastik zukacken und Hanf verbieten und Menschen kriegerisch verfolgen, die Hanf legal wollen. Aus religiösen Gründen, aus medizinischen Gründen oder wie ich einfach nur, weil ich auch einen buffen will. Weil es mich cool macht. Und da haben wir jetzt ein großes Problem. Wir in Deutschland werden legalisieren, egal was alle drumherum sagen. Da gibt es Länder, die sagen, oh, Gefahr, Gefahr. Das habe ich schon auch mitbekommen.
Ich war auf der ECDD-Konferenz. Normalerweise werden die Ergebnisse der ECDD-Konferenz gleich verkündet. Bei Cannabis komischerweise nicht. Da hat man ein Jahr warten müssen, bis ein paar Länder wie Deutschland, Russland und Japan gesagt haben, ja, okay. Aber sogar die machen jetzt mit. Und jetzt habe ich so vor ein paar Monaten einen kleinen Schrieb bekommen von nur einem sehr hohen Kommissar in Europa. Der ist eigentlich der oberste Drogenverfolger hier. Das ist der Herr Peter Mihotsch. Und Herr Peter Mihotsch himself hat zu mir gesagt, geil, was ihr gemacht habt mit euren Forschungen. Super geil, dass es euch gibt. Die EU wird sich jetzt dran halten und schauen, dass wir Cannabis wissenschaftlich und nach seinen wirklichen Gefahr als medizinischer Sichtweise beurteilen. Und nicht nur Cannabis, das bezieht alle Drogen mit ein. Und das ist das der Punkt, wo ich jetzt bin. Wenn wir jetzt nächstes Jahr 2023 legal buffen können, habe ich immer noch ein Problem, wenn ich mir einen Trip einbauen will oder mir irgendwie einen kleinen MDMA reinspicken will oder irgendwo mal mit was anderem abgusteln will. Das Zeug ist alles nicht gefährlicher wie Alkohol oder Nikotin. Aber in Bayern oder auch überhaupt in Deutschland dürfen 14-jährige Kinder legal mit ihren erwachsenen, alkoholkranken Eltern auf dem Balkon saufen, bis die Leber kracht. Warum? 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 Wir müssen also, wenn wir das Drogenthema angreifen, bitte komplett so angreifen, dass es allen was bringt. Nicht nur den Kiffern, sondern auch den Menschen, die andere Substanzen ausprobieren, mit denen es vielleicht besser geht wie mit Alkohol, aber wir vielleicht auch eine Chance haben, anderen Menschen eine Erleichterung zu geben, weil es gibt Menschen, die sind drogenabhängig. Das ist auch bei Alkohol so und das ist eine Suchterkrankung. Und wenn wir hier endlich schaffen, eine andere Perspektive zu bekommen, eine Stigmatisierung aus der Bevölkerung rauszunehmen, weil das ist auch noch das, was wir haben. Wenn du drogenabhängig bist und nicht jeden Tag fleißig zum Arbeiten gehst, wie jemand, der halt sein Bier am Abend trinkt, dann ist man ein schädlicher Mensch oder ist man da anders? Ich fühle mich da irgendwie diskriminiert. Ich fühle mich da als Mensch zweiter Klasse. Und das müssen wir aufbrechen. Weil das ist das letzte Stückchen Faschismus, was wir hier in Deutschland haben. Weil das deutsche Betäubungsmittelgesetz fußt direkt auf unserem Opiumgesetz. Und das hat unser Dr. Tillmann Holzer vor über 15 Jahren schon in einer Doktorarbeit aufgedröselt und hat gesagt, hey Leute, wir haben hier ein Drogengesetz, das direkt aus faschistischen Gründen erzeugt wurde, um Menschen aufgrund ihrer anderen Auffassung gegenüber Substanzen zu diskriminieren. Und wenn man dann noch weiter spinnt, bis ins Jahr 1492 zurückgeht und anschaut, was Papst Innozenz der VIII. Gesagt hat, dann wissen wir, dass das Typhlisch Krut überhaupt nicht vom Teufel kommt, sondern eigentlich eine sehr, sehr heilsame Pflanze ist und wir endlich die Stigmatisierung und die Verfolgung aufhören müssen. Und in dem Sinn würde ich euch bitten, gebt uns Legalisierern, auch in der Regierung, noch ein bisschen Zeit, weil wir haben unglaublich Gegenwind auf diesem Planeten. Und der Gegenwind ist gigantisch. Andere haben Kriege für dieses Ding geführt. Es sind Menschen gestorben und nicht wenig bis jetzt. Und dieser Drogenkrieg läuft immer noch. Es ist die letzte Hanfparade, die illegal stattfindet. Es werden hier drumherum auch immer noch Leute gefilzt, Leute verhaftet und Leute wegen ein paar Gramm von Pflanzenmaterial schikaniert. Und das muss nicht sein, weil es ist nur eine Pflanze. Und in dem Sinn, Free Ganja, freies Ganja und zwar jetzt. Haut rein, viel Spaß noch. Tschüss Berlin, ich komm wieder. Danke, Rossi.